So, da sind wir auch mit unserem siebten Teil jetzt soweit. Bevor wir richtig anfangen, würde ich mich gerne einmal bei Julian bedanken, der kommentiert hat, dass es wohl ein Workaround gibt, beziehungsweise ein Patch, dass man die normalen PlayStation 1 Files auch auf dem PC hat. Und dann würde ich auch einmal noch Mike grüßen. Also ich hoffe, wenn ihr das Video seht, dass wir hier auch Sounds jetzt haben. Werden wir mal schauen. Weil diese Affen, ich hasse diese Primaten. Ich weiß nicht, die sind mir suspekt. Die sind uns zu ähnlich. Nur mal so nebenbei, erinnert ihr euch an das hier? Das war die Tür, die ich in dem einen Teil gesucht habe. Eine halbe Stunde und ich habe sie nicht gefunden. Ja, sie ist im nächsten Level. Oder beziehungsweise, ich glaube jetzt sogar im übernächsten schon. Hier haben wir auch schon mal einen Schalter. Da sind auch schon wieder Affen. Diese Affen machen mich fertig. Sind einfach zu viele. Los, kommt her, ihr Primaten. Das hier sind gleich drei Stück. Oh, richtige Gang-Attacke hier. Dann stirbst du als erstes, solange dein Kumpel abbaut. So, der andere ist hier hinten irgendwo hingerannt. Ich sag, es sind einfach zu viele davon. Hier links kommen wir leider nicht hoch, das ist zu hoch. Ich glaube, hier ist das gewesen. Wieder die Sonne ab und Crew. Oh. Überhaupt nicht verschätzt mit der Wand. Okay. Links oben ist ein Medipack. Das greifen wir uns jetzt mal. Alter. Controller. Sagen, ich drück schon eine halbe Stunde in eine andere Richtung. Kannst jetzt auch was anderes machen. Okay, sie rafft es einfach nicht. Wollte doch einfach nur, dass sie hier hochspringt. So, großes Medipack nehmen. Da wir ja wissen, ich brauche sie alle. Ah, hier, Sounds. Sauber, also, Julian, danke schon für den Kommentar. Es hat funktioniert. Okay, Midas. Ich kenne die Hand auf... Hand von Midas von Dota. Speichern erstmal. Wenn hier schon Sounds sind, dann ist hier bestimmt auch irgendwas. Ich glaube, hier kommen wir lang. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, dass die Hand von Midas kann Sachen Gold verwandeln. Also habe ich nicht die Ambition, wirklich die Hand anzupacken. Hier wäre vielleicht irgendwas.
Okay, wir können hier hinterlang rennen. Echt jetzt? Hier ist nur das und das war's? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich möchte nicht auf diese... Na komm, wir probieren es mal aus. Ah, sag ich doch. Können wir gleich laden, weil wir sind tot. Aber warum wollte sie jetzt hier vor gerade das Dings benutzen? Muss man das später, wenn es fertig ist, hier benutzen? Ahnung. Wir haben ja noch einen anderen Weg. Mhm. Oh, wie geil. Dinger hier so zu. Also wir wissen auf jeden Fall, die Hand, aus, Hand von Midas lässt Sachen zu Gold werden. Müssen es immer Affen sein. Nehme ich sogar lieber die Löwen. Okay, Mr. Triggerfinger. Und die nächste Jump-Einlage. Eins, zwei, ist was? Holen wir uns doch erstmal das da. Nein, sie schafft's nicht. Warum springe ich auch zu früh? Es ist manchmal so merkwürdig, dieses Spiel. Da drückst du direkt an der Kante, dann springt sie nicht. Dann drückst du direkt vor, damit es wie so gesehen ein Trigger-Vorgang ist. Also sprich, wenn sie die Kante erreicht, dass sie springt, dann springt sie auch nicht, dann springt sie vorher. Die Alte will mich echt verarschen. Ich glaube, Sony hat damals mehr Geld mit Controllern gemacht, als mit den Spielen. Ich mach das jetzt mal ganz anders. So richtig stumpf. Funktioniert wahrscheinlich eher als das, was ich sonst mache. Hier springt sie direkt an der Kante. Ist schön und gut. Top. Finde ich toll. Wenn sie es mal immer so machen würde. So. Tap. Jetzt mache ich das so. Gehe hier an der Kante ran. Spring ein nach hinten, nimm Anlauf. Dann ist es genau eigentlich der Abstand, den die braucht. Dann funktioniert... Das ist doch...
Ja, ich nehme weitaus mehr Anlauf und schaffe es weniger als so. Top. Da gehen auf jeden Fall die Grüße raus. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht ein bisschen abkürzen können. Können wir nicht. Also gehen wir doch über die Säulen weiter. Ach ja. Wie ich die Spiel liebe. So, und damit wir das hier nicht noch tausendmal machen müssen, speichern wir nochmal. Ja, jetzt aber nicht mit mir. Geht doch. Ich glaube, jetzt habe ich einen Dreh raus. Nein, ich habe den Dreh nicht raus. Und die Alte fast wieder zu weit. Hm. Gucken Sie mal bitte oben rechts im Bildschirm. Sie sehen ein Medipack durch eine Säule. Oh, es ist weg. Ach, da kommen wir wieder nicht hoch. Warum zeigt man mir es dann an, wenn ich da eh nicht hochkomme? Das ist mal wieder so typisch. Oh, wir haben da was, aber sie kommen hier nicht hoch. Okay, wir haben 5 Schalter. Nein! Auf jeden Fall, wir haben oben 5 Schalter. Ich habe noch keinen Plan, wofür, weswegen, weshalb. Also unten rechts ist schon mal ein Gitter. Ist hier vielleicht irgendeine Reihenfolge? Wahrscheinlich wird es die geben. Jetzt ist es stumpf, wenn es einfach nur 5 Hebel wären. Okay. Hm. Schön, ich habe den Weg nach oben frei gemacht. Ist sonst irgendwas geändert? Hier entweder hoch, mal was passiert dann. Na, das hier jetzt was? Ah, das wird wieder. Mhm.
Okay, wir haben hier zweimal hoch. Oder zweimal runter, zweimal, dreimal hoch. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich denke mal, das wird das Rätsel davon sein. Der hoch. Oder warte, wir gucken mal, ob die Tür da unten, das ist zweimal unten. Oder zweimal oben, das weiß ich noch nicht. Und die vorletzten. Erstmal nur, um zu gucken, was hoch und runter ist. Okay. Ich glaube, das muss so, dass die Omegas oben sind. Dann sollte jetzt eigentlich die Tür da unten aufgehen. Okay, Omegas sind oben. Okay. Speichern wir doch nochmal. Also sollten wir merken, Omegas sind die Schalter nach oben und die anderen Dinger nach unten. Hier kann man das Ding ziehen. Schalter. Ah, okay, der Schalter hat die Dinger hochgemacht. Schon mal gut. Nein! Ja. Der Schalter hat die Dinger hochgemacht. Top Schalter. So. Soweit waren wir ja schon mal. Ach, schon wieder so viel Fails hier in dem Video. So, diesmal rennen wir da aber nicht wie ein Berserker hoch. Oder hier um Kurve, sagen wir es mal eher. Ich habe doch diese Befürchtung, dass ich hier doch wieder faile. Wenn ich jetzt wieder springe, dann springt die Olle doch zu weit. Ah, Glück gehabt. Und sie springt wieder nicht. Sollte sie auch. Ach komm, da laden wir, das geht glaube ich schneller.
Ey, man drückt schon gar nicht weiter und die läuft immer weiter. Ja, schon wieder. Beste Beispiel. Du hast da nur so ein beschissenes Springpattern, wo du langlaufen kannst. Also ich brauche mindestens 3-4 Schritte, bevor sie springt. Machst du das nicht, fehlt sie. So, dann kann ich bestimmt jetzt so rüberspringen. Das ist doch schon wieder hier Verarschung auf höchstem Niveau. Da wäre sie fast schon wieder gefallen. So, damit ich die Scheiße nicht nochmal machen muss und nochmal 10-mal faile. Oh, ey, komm schon mal kotzen. Richtig lächerlich, die Spiel. Alter, ich hab doch schon gar nicht mehr nach vorne gedrückt. Nein, ich bin nicht aktiv. Überhaupt nicht. Richtig bescheuert. So, und jetzt mache ich das auch und sie springt oben gegen. Und noch ein Affe. Was ist das? Goldbarren? Ich speichere mal lieber. Also wird das hier ein ganz, ganz langes Let's Play. Das ist der falsche Weg. Da ist der richtige. Irgendwer wartet so oder so wieder auf uns. Kennt das ja. Okay, es wartet mal keiner auf uns, auch mal was Schönes. So, nehmen wir mal die rechte Tür hier. Da muss nur der linke Schalter. Schön, dass die im richtigen Abstand zueinander liegen. Verdreh dich doch. Katastrophe, Alter. Hab ich gerade probiert, irgendwas anzuvisieren? Schön, Feuer. Liebe diese Sounds. Ach das, ich weiß nicht, wie dieses Rätsel war. Bin mir nicht sicher, aber ich... Probier mal was. Ja.
Okay, die Flammen gehen aus. Die Frage ist nur, wie lange gehen die Flammen aus? Nein! Wäre ich dann nochmal nach hinten gesprungen. Toll, jetzt ist hier dramatikalisch auf jeden Fall. Dramatische Musik auch weg. Das ist gar nicht mehr so aufregend. Ich glaube, beim letzten Sprung speichere ich auch nochmal. Ah ne, hier machen wir das noch nicht. Ah toll, wir müssen ins Wasser, sonst sterben. Sie ist tot. Ich kann sie unter Wasser verbrennen. Das ist... Du musst ja schnell genug da schon rüberspringen. Das macht mich schnell fertig. Komm, schnell. Jesus. Jetzt könnt ihr mich aber auch mal am Arsch lecken. Ich denke mal, hiernach machen wir erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.